Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich bin gerade erst aufgestanden und wir haben 12 Uhr nachmittags. Nee, also... ja, das liegt ja momentan daran, dass ich keine Schule mehr habe, aber dafür schreibe ich ja bald die Prüfungen. Das heißt bald, in ein paar Tagen. Ist nicht mehr so weit. Und ja, World Tour, endlich! Und wir haben uns im letzten Part den Zonda R gekauft. Das ist der beste Wagen im Spiel. Es gibt keinen Wagen, der bessere Werte hatte. Habt ihr gesehen? Das heißt, eigentlich sollte die World Tour jetzt für uns piss einfach sein. Bin mal gespannt. Ab geht's in die World Tour. Ich bin jetzt mal so gespannt. Wir haben das beste Auto vom Spiel. Also es gab kein besseres. Gab es nicht. Es gab vielleicht eins, was höhere Höchstgeschwindigkeit hatte. Ich meine höheres Allgemeingeschwindigkeit. Ja, doch, Höchstgeschwindigkeit. Stimmt schon. Aber alles andere haben wir am besten. Wir haben Bremsen am besten, Handling am besten und, hier, den Start. Beschleunigung. Genau, Beschleunigung. Und das sieht schon direkt... Ach, Alter, wie sieht das Ding denn aus? Oh, perfekter Start. Oh, der hat denselben Wagen wie ich. Okay. Okay. Naja, ne? Fiel das immer, denn ich kann gerade echt nicht gucken. Ich bin gerade zu konzentriert. Ich bin Zehnter? What the fuck? Boah. Boah, dafür, dass er so gutes Handling hat. Lässt er sich echt beschissen lenken. Muss ich einfach mal sagen. So, so will ich den Start sehen. Also die Bremsen sind auf jeden Fall extrem gut, das merke ich. Weil du drückst nur einmal kurz auf die Bremsen und schon... Wow, da konnte ich jetzt nichts für, der hat mich abgedrängt. Du drückst wirklich nur einmal kurz auf die Bremse und dann ist der Fall sofort auf grün. Obwohl du eigentlich nicht wirklich was machst. So, bitte jetzt nochmal genauso einen Start machen. Schön an allen vorbei. Extrem gut. Extrem gut. Alright, wir sind auf Platz 3. Und die mich dauernd versuchen hier abzudrängen, ne? Also du drückst wirklich nur eine Millisekunde auf die Bremse. Und du bist dann Erster. Wie gesagt, es geht nicht mehr um die Sterne. Ich muss mich nicht mehr um die Sterne kümmern. Ich muss das einfach nur noch gewinnen. Und das sieht sehr gut aus. Boah, Alter, guck mal, wie ich davon ziehe. Der Wagen ist schon geil. Ich muss sagen, dass sein Handling nicht ganz so gut ist, wie ich es mir jetzt erhofft habe. Da fand ich sogar meinen anderen Wagen. Den Lambo oder was auch immer das war. Den fand ich da besser. Aber die Geschwindigkeit passt. Guck mal, wie ich davon ziehe. Ist das geil. Und vor allem die Bremsen sind mega. Also von den Bremsen haben sie nicht zu viel versprochen. Du drückst wirklich für eine Millisekunde mal kurz auf die Bremse. Und der Pfeil von Rot sofort auf Grün. Weil die Bremse einfach so stark wirkt. Aber du trotzdem nicht merkst, dass du langsamer wirst. Ist schon geil.
Nein, 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 nein. Ruhig. Ah. Das ist der eine wieder ein bisschen an mich rangekommen, weil ich mich ein bisschen zu stark verbremst habe gerade. Ja, man kann sich mit den Wagen verbremsen. Aber egal. Solange er mich nicht überholt, ist alles gut. Und den Vorsprung können wir hier wieder aufbauen. Wir fahren 5 Runden. Oh, jetzt glaube ich nicht zu viel bremsen sollen. Da habe ich gerade ein bisschen zu viel gebremst. Das habe ich gemerkt. So. Einmal um die Kurve. Ach, der Wagen ist schon ein Träumchen. Muss man einfach sagen. Ich habe halt nur Angst, da der Wagen halt so schnell ist, dass, wenn ich mich mal wirklich verbremse, wie eben hier zum Beispiel, dass ich dann wirklich mal komplett rausfliege oder so. Wie eben, als der Typ mich abgedrängt hat. Ich meine, es sieht jetzt nicht so aus, als ob es passieren würde, weil die Bremsen halt so gut sind. Aber man kann ja nie wissen. So, wir sind jetzt gleich in der vorletzten Runde. Das heißt, ich schätze einfach mal, wir sollten das easy gewinnen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen viel gebremst, aber egal. Ich habe noch einen weiten Vorsprung. Ich habe noch einen sehr guten Vorsprung. Ich habe 4 Sekunden Vorsprung, ich bitte euch. Das Geile ist, auch wenn die Pfeile rot sind, ich kann einfach bis zur Kurve durchbrettern und dann erst auf Bremsen drücken, weil das sofort grün wird. Ich muss sozusagen nicht vorher bremsen wie mit den anderen Wagen, damit ich die Kurve bekomme. Du kannst einfach kurz vor der Kurve bremsen und du kommst da durch. Das ist so geil. Bis auf die Kurve. Die Kurve frisst mich ein bisschen an. Aber ist egal. So. Oh oh. Genau das wollte ich nämlich nicht, dass es mich raushaut. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, wir sind nur noch 2 Sekunden vorne. Weil wir eben mal kurz ein bisschen rausgeflogen sind. Aber nicht schlimm. Wir müssen das einfach nur noch in der letzten Runde halten. Und dann hat sich die Sache erledigt. Dann haben wir das erste Rennen der World Tour haben wir dann gewonnen. Der Typ kommt aber doch nochmal näher dran, als ich eigentlich wollte, ne? Der Dylan. Ich muss mir auch auf jeden Fall gleich merken, dass der Dylan halt hinter mir ist. Falls ich mal irgendwann nicht Erster werde und dann will ich weiß, wo der Dylan ungefähr ist. Der Dylan und am besten noch der Arjen. Aber das Rennen... Guck mal, ich habe die anderen sogar fast überrundet. Seht ihr das? Wow. Alter. Da muss man ja schon sagen, das war mega geil. 4 Sekunden vorne. Ja, nicht alle Sterne, aber wie gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Sterne interessieren uns feuchten Dreck. Wir müssen nur noch die Rennen gewinnen.
So, ich bin jetzt mal mega gespannt auf das zweite Rennen. Wie viele Rennen gab es? 4, ne? Und im zweiten Cup gab es dann 5. Und der letzte war ein Einzelrennen. Soweit ich mich erinnere. Oder, ne, Moment mal, wenn es hier in jedem Rennen 4 Sterne gibt. Ah, ne, 5. Ja, dann 4. Stimmt. Ich dachte gerade, es gab in jedem Rennen nur 4 Sterne. Dann wären es nämlich 5 gewesen, aber ne, ne. 4 Strecken. Ala 5 Sterne. Stimmt schon, stimmt schon. Okay. Der Dylan und der Arjen waren jetzt Zweiter und Dritter. Die dürfen jetzt nicht so weit vorne landen, falls ich mal nicht Erster werden sollte. Und falls ich wieder rausgehauen werde, kann ich ja wieder restarten. Das mache ich zwar natürlich nicht gerne, aber ich meine, es ist die NFS World Tour, da kann man nicht raus, sobald du rausgehauen wirst, ist es halt vorbei. So, die fahren mir auch 5 Runden. Die kommen nicht so einfach vorbei. Wie abgekürzt. Ich habe ja nichts abgekürzt. Ich war aber auch gerade echt beschissen hier den Start. Muss man ja sagen. Ja, da hat es mich rausgehauen. Da hat es mich eiskalt rausgehauen. Aber egal. Also ich sehe, der Arjen ist wieder oben mit bei. Der Dylan aber nicht. Oder zumindest kann ich den Dylan da noch nicht erkennen. Boah, nee, das muss ich. Ja, jetzt muss ich restarten. Das habe ich gerade zu sehr aus dem Leben genommen. Fuck off. Oh, die alle crashen, ey. In der ersten Kurve. Das hat er mich natürlich gedreht. Wow. Boah, ich muss sagen, der Start ist das Schlimmste. Der Start ist das Schlimmste. Sobald du dich mal wirklich auf eine Position festgefahren hast, dann ist das okay. Dann geht das. Dann kann man die Leute auch easy überholen. Aber am Start, wo einfach nur ein großer Tumult ist, wow, herzlichen Glückwunsch. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Nee. Das war eben bei dem anderen Rennen genauso. Da war der Start auch immer richtig schlimm, bis ich mal gut durchgekommen bin. Und sobald ich dann mich mal auf Position 3 oder 2 oder so festgefahren habe, da war das okay. Wow. Wow. Ja, ramm mich halt. Ist halt okay. Ich muss sagen, dass ich das Handling von dem Wagen immer noch echt beschissen finde. Muss man einfach sagen. So, hier muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen vorher bremsen. Das sind aber auch Kurven des Todes.
Oh nein, der Arjen ist auf 1. Oh oh. Der Arjen darf nicht auf 1 sein. Alter. Wow, ist ein scheiß Ernst. Weißt du, dann lass mich doch lieber einfach vorbeiziehen, anstatt mich dann noch zu rammen und dich selber dann rauszuschmeißen. So, wie gesagt, jetzt habe ich mich mal auf eine Position festgefahren. Jetzt geht das Ganze auch. Jetzt kann ich mich auch schön auf die Kurven konzentrieren. Es geht halt, wenn du in einer großen Menge bist, nicht. Oh, der Arjen hat sich verbremst. Der Arjen hat sich verbremst. Oh, Arjen. Oh, oh. Ja, das war abgekürzt, das gebe ich zu. Da konnte ich aber gerade nichts mehr gegen machen. Solange es mir jetzt nicht nochmal passiert, alles gut. Also der Dylan ist irgendwie am Arsch der Welt. Aber der Arjen war eben Dritter. Er darf trotzdem nicht Erster werden. Ich meine, wenn ich jetzt Zweiter werde und er wird Erster, dann bin ich trotzdem noch vor ihm auf der Gesamttabelle. Rein theoretisch, aber... Dann will es ja trotzdem nicht riskieren. Fuck, fuck, fuck. Warum war das Handling von dem Wagen komplett voll? Das frage ich mich einfach wirklich. Da muss ich sagen, der war... Also, das beste Handling aller Zeiten hatte immer noch der Lotus. Der Lotus war einfach ein Gottesauto. Der hatte ein Handling... Alter. Da hättest du lieber mitmachen können mit dem Handling. So. Wir sind jetzt gleich in der vorletzten Runde. Wir sind auf Platz 1. Und das ist sehr wichtig. Wir haben zwar natürlich jetzt nicht so einen Vorsprung wie im ersten Rennen. Das liegt aber daran, dass die Strecke einfach ziemlich beschissener ist. Aber gut, damit muss man klarkommen. Vor allem NFS World Tour ist jetzt was ich nicht kneifen kann. Das ist jetzt nicht, wo ich einfach sagen kann, ne, das mache ich jetzt nicht, weil ich es nicht schaffe. Nein, 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 das darf ich nicht machen. Weil das ist Finale, Leute. Da kann ich nicht einfach mal sagen, nö, das ist mir zu schwer. Quatsch, das wird jetzt so lange gemacht, bis es klappt. Und da wird so lange restartet, bis ich es mal schaffe, irgendwo zu landen. So wie jetzt gerade. Oder auch das Rennen davor. Nicht so wie bei Stufe 4. Nee, nee, nee. Jetzt wird's durchgezogen, Leute. Schön um die Kurve, muss ich ganz ehrlich gerade sagen. Au! Deswegen überzeugt mich der Wagen aber gerade ein bisschen. So, letzte Runde. Nochmal alles geben, Leute. Nochmal alles jetzt reinhauen. Alright. Nice. Hier die Kurve auch schön. Jawohl. Oh, Leute.
sieht sehr nach unserem zweiten Sieg aus. Von 4. Oh, der Ein ist ja nur noch Vierter. Was ist denn mit dem passiert? Das sehe ich ja jetzt erst. Hat er sich wieder verbremst? Okay. Das kann nur sehr geil sein, dass der Ein jetzt auf 4 ist. Weil jetzt sind zwei vollkommen fremde Personen auf 2 und 3. Und das heißt, dass die im vorigen Rennen abgeschlagen waren. Das heißt, ich hätte eigentlich einen mega Punktevorsprung. Und den habe ich jetzt auch. Wow, wo ist denn Dylan? Der ist einfach Achter. Ich kriege sogar alle 5 Sterne. Mann, wir werden wahrscheinlich sogar noch Level 18. Oh, 10 perfekte Starts. So, Rennen Nummer 3. Ja, die Parts werden jetzt ein bisschen länger, Freunde, aber es ist ja auch die World Tour. Und guck mal, ich habe das Rennen sogar durchgezogen, obwohl ich da ganz am Anfang extrem beschissen gefahren bin. Und ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe eigentlich Applaus verdient. So, Rennen Nummer 3. Ich wäre jetzt mal über keine Wüstenstrecke sehr zufrieden. Da würde ich mein Herz aufmachen. Die haben bis jetzt nur Wüstenschrecken gegeben. Wie gesagt, wie wär's mal mit einem normalen Grasrennen? Oder. Ja, Grasrennen wäre am besten. Oder. Oh, geil. Oh, mein Gott. Liebe machen, sofort, bitte. Oh, mein Gott. Wer hätte gedacht, dass wir im NFS World Cup diese Strecke fahren. Und das leider sogar nur 5 Runden, obwohl die so kurz ist. Und ich mich gerade gedreht habe. Ups. So, neues Fahrerlevel erreicht. Ich versuche sogar jetzt weiter, weil ich hier einfach extrem alles gut mache. Weil, guck mal hier, wie ich vorbeiziehe. Ach, hier ging es noch gar nicht ab. Ups. Jetzt habe ich hier unnötig gebremst. Die Strecke mit dir. Guck mal, ich bin so einfach sofort auf Platz 1 gefahren. Was ist denn hier los? Alter, die Strecke mit dem Wagen ist ja mal... Oh, das ist... Alter. Da geht mein Herz auf. Da kommt die Liebe zurück. Ich habe gerade einfach alle überholt. Alle. Und das, obwohl ich mich zu Beginn des Rennens gedreht habe und alle an mir vorbei sind. Wow. Alter, Leute. Ich will ja nichts sagen. Aber. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und dann auch mit dem Wagen. Ich bin 5 Sekunden vorne. Ich bin 5 fucking Sekunden vorne. Und es sind noch 2 Runden zu fahren.
Oh nein, 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 nein. Oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Da war ich ein bisschen zu schnell in der Kurve. Jetzt sind es halt nur noch 3 Sekunden. Aber Gott. Da ist auch nur einer, der hinter mir ist. Die anderen sind noch weit abgeschlagen. Oh, der Simon ist hinter mir. Das ist der gerade zwei. Oh, der Dylan ist auch wieder dabei. Wechseln sich ja dabei ab. Ja, von mir aus ist das mega geil, wenn die sich dauernd abwechseln, weil ich habe sehr viele Punkte Vorsprung jetzt eigentlich, vor allem. Und es sieht auch nicht so aus, als ob der Simon mich jetzt einholen würde. Bin gleich wieder meine 5 Sekunden vorne. Hat die Sache erledigt. Zur letzte Runde. So, jetzt bitte nicht drehen. Schön. Oh, das ist ein Zuckerrennen. Das ist ein pures Zuckerrennen, ey. So schön. Nie ein schöneres Rennen gefahren. Noch nie. Bis auf das mit dem Lotus. Aber das hier, wow. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Easy win, Leute. Easy win. Ich habe bei der Drehung alle überholt. Und ich habe gedacht, scheiß drauf, die Strecke kannst du. Und was ist? Ich gewinne mit mehr als 5 Sekunden Vorsprung. Who's the fucking man? Wow. Neues Einladungsevent, das interessiert mich nicht mehr. Ich will nur noch gewinnen. So. Ja, ich dachte, vielleicht sieht man nochmal, wie ich mich eben gedreht habe, aber so weit wird es wahrscheinlich nicht gehen. Nee. Egal, letzte Strecke. Ich kann eigentlich nur noch Erster werden, mich kann eigentlich keiner mehr überholen. Weil die haben sich da oben im zweiten und dritten Platz die ganze Zeit abgewechselt mit irgendwelchen fremden Leuten. Das heißt, ich müsste jetzt bei 36 Punkten sein und die vielleicht bei gerade mal 20. Weil die ja mal Zweiter geworden sind, dann sind die mal Achter geworden. Dann sind die vielleicht nochmal Dritter geworden. Dann kommen die trotzdem nicht über ihre 20 Punkte. Vielleicht. Aber ich soll mit meinen 36 Punkten da oben schon ziemlich safe stehen. Sehr, sehr safe. So, was ist das hier? An die Strecke erinnere ich mich gerade nicht. Mal schauen. Oh, Nebel, sehen. Nichts. Immerhin mal eine Grasstrecke. Boah, ich glaube, das war eine Scheißgrasstrecke. Ja, es gibt auch Scheißgrasstrecken. Da kürzen wir einfach mal ab. Das habe ich jetzt gewollt gemacht. Weil einmal abkürzen darf ich ja. Und solange ich noch hier im Tumult bin, ist das besser, als wenn ich mich dann in der Kurve rausschmeißen lasse. Boah, da muss ich früher bremsen. Die Kurve ist krass, die muss ich selbst mit dem Wagen früher bremsen. Okay, muss ich mir merken. Die Kurve muss ich definitiv auf meinen Zettel schreiben. Hat sich keiner verbremst. Alright, ey. Ich komm wieder gut ran. Alles gut. Hab die Kurve sogar gemeistert. Ich meistere mit dem Wagen voll viele Kurven, ne? Obwohl ich das Handling gar nicht mal so gut finde. Guck mal, es ist schon wieder ein völlig fremder Erster. Ich meine, was ist das denn? Völlig fremder. Noch nie von dem gehört. Dem Tim Gassiano.
Oh, ich glaube, ich habe gerade einen ein bisschen aus dem Leben genommen. Tut mir natürlich wahnsinnig leid. Das war aber nicht abgekürzt. Da konnte ich jetzt gerade nicht gegenlenken. Egal, ich bin Dritter. Vor mir ist der Dan Cock. Cook. Entschuldigung, nicht Cock. Cook. Also kochen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wow. Ah ja, das war auch so eine Kurve, wo man viel früher bremsen musste. Stimmt. Da habe ich mich zum Glück rechtzeitig dran erinnert. Weil jetzt kenne ich die Strecke wieder. Aber wir sind wieder easy Erster, Leute. Also, bitch please. Der Wagen ist wirklich extrem gut. Der Wagen ist wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn mir das Handling nicht ganz so gut gefällt, der Wagen ist einfach Bombe. So, hier viel früher bremsen, das war die Kurve. Und dann klappt das auch. Nice. Hier nice. So. Sieht doch alles gar nicht mal so scheiße aus. Okay. Ja, hinter mir ist zwar einer, aber die anderen sind schon wieder ein bisschen abgeschlagen. Und solange die anderen abgeschlagen sind, ist mir eigentlich alles egal. So, jetzt gleich schon wieder eine Kurve, wo ich ein bisschen früher bremsen muss. Das macht die Strecke irgendwie aus. Die gibt dir eine lange Gerade, wo du denkst, ja geil, jetzt kann ich durchziehen. Und danach kommt sofort eine Kurve, wo du dir einfach nur denkst, scheiße, hätte ich mal nicht durchgezogen. Aber trotzdem ist die Strecke nicht schwer. Ja, gibt's auch Kopfkratzen so. So, Runde 3. Kann noch ein bisschen dauern, Leute. Die Strecke ist ein bisschen länger. Ich hab aufgepasst. Alter, ich bin 7 Sekunden vor dem Dritten, ne? Der Zweite ist zwar nur 2 Sekunden hinter mir, aber der Dritte ist einfach mal am Arsch der Welt. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Und hab den Zweiten jetzt auch auf 3 Sekunden hochgepusht. Was ist eigentlich mit dem Tim passiert? Der Tim ist nur noch Sechster? Schade. Warum das denn? Was hat er denn gemacht? Hat er sich verbremst? Das ist schade. Ich hätte mal gern wieder so einen Fremden in den Top 3 gesehen. Obwohl dieser Cole Gibson, der... Oder der Dan Cook, der sagen ja auch beide nichts. Das sind so Leute, wo du dir denkst, sind die vorher überhaupt mitgefahren? Aber gut. Mega chillig bisher. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber der Dan Cook, der ist gut dabei. Der bleibt mir trotz alledem immer am Arsch kleben. Muss ich einfach sagen. Der wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und sollte ich einen Fehler machen, glaube ich sogar, dass er mich hat. Das wäre mir aber sogar scheißegal, weil der Dan Cook überhaupt nichts mit dem oberen Tabellenfeld zu tun hat. Oh, 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 da war der Fehler. Viel zu spät gebremst, viel zu spät gebremst. Zum Glück kein allzu fataler Fehler. Aber ich hab mal eingemacht. 10 Sekunden vor dem Dritten. Was ist denn hier los?
Was ist denn hier los? Oh. Ja, war auch nicht so gut genommen, die Kurve. Oh, jetzt fahre ich gerade ein bisschen Räude. Und der Dan guckt, der will das ausnutzen. Der will das, der wartet doch nur darauf. Der wartet nur auf meinen Fehler. Der ist gut, der Junge. Der ist echt gut. Das ist seine Strecke irgendwie. Weil wie gesagt, ich habe vorher noch nie was von dem gehört. So. Alter, der holt auf. Noch 2 Sekunden. Ich fahr gerade auch irgendwie gar nicht mal so gut. Alter, der holt wirklich auf. Aber jetzt kommt eine lange Gerade, da kann ich wieder durchziehen. So, letzte Runde, Leute. Gleich ist es geschafft. Mit den ersten, die erste World Tour mit komplett nur Siegen abgeschlossen. Ich bin gespannt. So, ich kriege dann noch gleich meine 2000 Punkte. Oh, hier habe ich wieder viel zu spät gebremst. Aber ich habe meine 2000 Punkte. Alles gut. Ich muss aber sagen, dass ich mich auch gerade wieder voll auf die Strecke konzentriere und nicht darauf, wie weit die anderen von mir entfernt sind. Das ist auch viel besser. Ich glaube, ich sollte da einfach nicht so auf den gucken. Dann machen wir auch nicht so viele Fehler. Alright. Mhm. Ups. Mein Fehler. Aber egal. Es ist gleich geschafft. Da vorne ist das Ziel. Und danach können wir uns glücklich mit Champagner übergießen lassen. Und haben wir nämlich den ersten World Tour Cup gewonnen. Und zwar genau jetzt. Oh, ist das geil! Da waren nur 3 Sekunden hinter mir, der war echt gut. Während die anderen mehr als 10 Sekunden hinter mir waren. War schon ein guter Junge, der Bursche hinter mir. 80 Kilometer mit 3 europäischen Wagen. Hab ich sogar jetzt auf Gold. Nice. So, Gesamttabelle. Achso, gibt's ja gar nicht, stimmt. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich hätte gerne eine Gesamttabelle. Aber gut. Ich glaube, ich habe sogar nur einen Stern verpasst, ne? Sonst habe ich alle bekommen. Jo. Und damit, was war das jetzt? Die NFS Live US Serie. Und jetzt kommt die World Series. Oh Leute, das wird nochmal hart. Im nächsten Part, die World Series. Ich bin mal gespannt. Leute, wir haben das gerade schon extrem gut gemacht. Wir waren wirklich gut. Der Wagen ist super, der gefällt mir total. Im nächsten Part, die World Serie. Und dann hauen wir es alle weg. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Denn ich sage bis dahin. Tschüss.